Hallo YouTube. Season 9, Rennen 1. Die vorletzte Season. Eigentlich habe ich ja keinen Bock mehr, Formel 1 zu spielen gerade, ne? Aber was muss? Alles klar. Willkommen zur neuen Saison. Das muss. Wir haben es ganz gut geschafft, unsere Entwicklungsfortschritte durch die Reglementänderungen zu bringen. Ich glaube, wir haben ein gutes. Genau, da haben wir ja relativ viel machen müssen, also nur auf einem Bereich. Und da ging es ja relativ gut. Right, try to nail as many corner gates as you can. The faster you get through each corner, the higher the score. DRS zone coming up, get ready to open it. Distance is on your MFD. Habe ich ja auch genau den letzten wieder mal nicht gesehen. Weil der halt so scheiße passiert ist. Good. Now let's try for purple. You get a bonus for consistency if you can chain good corners together. Weil wer packt ihn auch genau da außen hin? Das finde ich ein bisschen lachhaft, aber naja. Program, we want you to focus on your fuel saving technique. Lift and coast through corner entry to save as much as you can whilst keeping under the minimum lap time.
complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy. Job so far, we're getting great data. Stay focused. You nailed exactly what we asked for. Keep it up. Super job so far. We're getting great data. Stay focused.
Da war alles gut. Und was kann ich denn machen? It's time to remind ourselves of our top three, who are... In 4 Tagen kommt der, ist der aktuelle VIP-Pass hier in Formel 1 vorbei. Wir haben jetzt Donnerstag, Freitag, das heißt Samstag, Sonntag, Montag, das heißt, er müsste im Verlauf des Dienstags ablaufen eigentlich. Und dann dauert es wahrscheinlich noch mal ein paar Tage, bevor es denn den neuen gibt. Bis dahin bin ich dann wahrscheinlich schon in meiner Teamkarriere drin. Beziehungsweise hab denn hier die normale Season denn vorbei. So, das war dann, wenn ich in meiner Teamkarriere bin, weil da fahre ich glaube ich dann alle 22 Rennen in den jeweiligen 10 Season. Also ich bin dann 220 Rennen hochgerechnet. Dass ich den wahrscheinlich dann nochmal den Premium Pass aktiviere, denn noch einmalig. Weil die Punkte habe ich ja, sind 9000, 12000 habe ich ja. Das heißt, einmal könnte ich den Premium Pass noch aktivieren, dann würde ich auch wieder was wieder zurückkriegen. Das heißt, ich könnte danach den 33 nochmal den Premium Pass aktivieren, weil den VIP Pass. Also einmal würde ich die noch aktivieren, dass ich die nicht schon zweimal genutzt habe. Und drittes Mal würde ich ihn glaube ich nicht nutzen. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look. Was mich mal interessiert ist, wenn ich jetzt noch Pitcoins hier habe bei Formel 1, die aber nicht aufbrauche und in das nächste Spiel kommt, ob sie denn übernommen werden. Das interessiert mich mal. Weil was ich weiß, ich hatte ja 2021 noch, das war ja noch die PS4, PS5 Version. Ich glaube 2020 war glaube ich nur die PS4 Version. Aber immer die 2021er Version, da hatte ich ja PS4, PS5 Version und da waren die Pitcoins, wo ich jetzt noch 12000 habe, untereinander hin und her schiebbar. Das heißt, weil die ja online hinterlegt waren. Wo ich dann PS4 war, hatte ich die Bitcoins damals, das waren glaube ich 16.000 oder 18.000, weil man ja dieses große Paket vorbestellt hatte und dann waren die auf der PS5 genauso. Und hatte ich glaube ich auf einer der beiden Versionen, hatte ich dann damals den Premium oder den VIP-Pass aktiviert und der wurde auch schon gleichzeitig auf die andere Variante übernommen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt F1 22, die PS5 Version. Und kaufe mir dann jetzt dieses Jahr im 2023 F1 23 die PS5 Version, ob da die
Bitcoins, die ich dennoch habe, was ich 3, 4, 5, 6, 7, 8.000, ob die denn noch bleiben und ins nächste Spiel mit übernommen werden. Weil das würde mich mal interessieren, ob das macht was. Weil wenn da jemand weiß, das weiß, weil er zum Beispiel jedes Jahr von 1 gekauft hat, hat er Bitcoin übrig und er hat in das nächste Spiel gekauft und hat gesagt, jupp, die Bitcoins, die werden in das nächste Spiel übertragen. Wäre mal nur schön, das zu wissen, wenn das jemand weiß. Weil wäre dann blöd, dass man die Bitcoins dann erst aufbrauchen müsste, weil sie nicht übernommen werden können. Ja, wenn da jemand welche 35 Euro kauft, was ich 18.000 Bitcoins oder was da sind, das ist dann schon ein bisschen blöd, wenn man sie nicht übernehmen kann. No more testing, no more practice. This is the real deal and it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 14 corners and 3.28 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles per hour. The close proximity of the barriers make accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Miss Monaco lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Albon, Charles Leclerc, and Ocon, Schwartzman, Sainz, Joe, and Felipe Drugovic, Mick Schumacher, Magnussen, Theo Pourchaire, and Oscar Piastri, Tsunoda, Stroll, Sergio Perez, and Nicholas Latifi, Deruvala, and Daniel Tictum. Which of these talented drivers will come out on top today? A new season then, a clean slate where anything could happen. Natalie Pinkham is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. What a great way to start the season. Pole position. Ich lasse die erste Kurve einfach mal so stehen. Overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on.
DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. We did it! Good job! We did it! Ich kann nur kurz gucken, was auf Insta so los ist. Another superb Australian Grand Prix comes to an end then. And it's a thoroughly deserved victory. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I feel consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field.
After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Let's have a look then at the driver's standings. Miss Monaco takes over the lead of the Drivers' Championship. Let's focus on the driver of the day. Natalie Pinkham, come on, who do you pick? I have to give it to Miss Monaco. They demonstrated. Ach, meine Stimme ist noch ein bisschen kratzig. Wie gesagt, ich bin erst kurz vor der Aufnahme oder vor dem Livestream erst wach geworden oder aufgestanden. Und dauert es ein bisschen länger, bis unsere Stimme sozusagen wieder da ist. Das kennt ja jeder. So, dann spulen wir schon mal vor. Hey, die Marketingabteilung wollte, dass du dir das mal ansiehst. Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Und YouTube, wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, einmal zurück auf Twitch gehen, dann könnt ihr alle 10 Rennen am Stück gucken, sofern ich den Livestream dann natürlich dann komplett durchziehe mit allen 10 Rennen, beziehungsweise vielleicht wird auch aufgeteilt in 2x5 Rennen, müsst ihr gucken, wie ich da Lust habe. Meistens habt ihr entweder 2 Streams mit die 5 Rennen oder ein Stream mit einmal allen 10 Rennen. Sonst sehen wir uns hier uns wieder auf YouTube erst wieder, wenn wir in 5 Rennen Austria, also Österreich sind, oder ein Rennen 10 wieder mit Brasilien, wenn auch die 3 Folgen reichen pro Jahr. Einer Season ist vollkommen in Ordnung, sonst, wenn ihr alles sehen wollt, einmal wie gesagt auf Twitch wechseln. Aber YouTube an dieser Stelle für euch, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.